Moin, moin, meine lieben Freunde, so richtig schön lässig jetzt in Österreich in Spielberg, nicht mit dem Virus. Ja, dann gehen wir mal auf Spielberg. Jo. Oder Spielberg, Spielberg, kannst du sagen, wie du willst. Das wird eine einfache Strecke, das ist für mein Auto schon wieder scheiße. Weil du hier halt richtig Gas geben kannst, ne? Gut, ein paar fiese Kurven gibt's, aber. So, dann gucken wir doch mal aufs Wetter. Vielleicht haben wir ja wieder was Gutes für ein Virus. Also Training ist trocken und stark bewölkt. Qualifying ist Regen, leichter Regen. Und Rennen ist wieder bewölkt. Hast aber Glück diesmal. Ist nur Qualifying halt eben scheiße. Ja, dann würde ich sagen, erstmal Setup. Cabino braucht mehr Pace. Das sollte an Benzin eigentlich reichen. Oh, 0 von 0 auf der Strecke, alles klar. Einer auf der Strecke, alles klar, ist bestimmt Virus. Ach ja, hier gibt es ja wieder diese eine schöne Kurve an der Boxenausfahrt, die Fly Emirates-Kurve hier. Oder Ecke, besser gesagt. Dein Ansonsten Ernst? die Kurve, wo viele Dreher passieren hier. Mann, 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 das glaubt Oh. man ja nicht, ey. In der Kurve, wo ich es nicht erwartet hätte, hat der Virus sich langgelegt. Ja, und dreh dich nochmal. Meine Fresse, ey. Schönes Auto, scheiß Auto. Scheiß Rasen, ihr könnt es auch mal mähen. Der ist doch schon kurz. Der ist nicht kurz, aber der ist 3 cm hoch. Nee. Boxenstopp. Ja, jetzt ist kein Regen mehr, jetzt kommt der Virus nicht mehr klar, oder was? Oh, erstmal wieder an die Strecke gewöhnen, ist ja schlimm. Man rutscht hier ziemlich viel durch die blöden Kurven. Du hast jetzt zwar viel Platz, aber diese Scheiß, wo ich jetzt hinkomme wieder, ich weiß nicht, wie viel Grad dürfte das sein? 96 Grad Kurve oder was das ist, die ist halt extrem scheiße. Da werden wir uns wieder viel drehen und viele Sachen verlieren. Aber ich versuche jetzt mal ruhig im Stuhl sitzen zu bleiben. Ich lehne mich ja sonst beim Rennenfahren immer so komisch nach vorne und nach links und rechts. Ich bleibe jetzt einfach mal ruhig sitzen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich weiß ja nicht, wie machst du das denn, Virus? Lehnst du dich immer hinten an die Lehne an oder tust du auch immer so nach vorne gebückt, sag ich mal, fahren? Rechter, linker Arm auf dem Tisch, Kontrolle in der Hand, Kopf nach vorne oder Also auch mal immer nach vorne gelehnt, ja, alles klar. so ein bisschen. Entweder sitze ich komplett im Stuhl und einfach dann scheißegal. Und wenn ich mich nach vorne lehne, versuche ich dann schon etwas besser zu fahren zu können oder einfach nur Karre kaputt Ja. fahren. Immer bedingt, keine Wie Ahnung. auch immer, ne? Ne, ich versuche das gerade so wirklich nach hinten angelehnt, so wie du das sagtest, wenn dir scheißegal ist. Ich versuche da gerade in der Haltung ernst zu fahren, aber irgendwie ist das echt schwierig. Ich lehne mich auch lieber nach vorne. Aber. Boxenstopp, Jeff. Nee, das ist echt schwierig, doch. Muss mich doch, glaube ich, wieder nach vorne lehnen. Katastrophe. Ist ja schon mal gut, dass unser einzig beim Anstrengen die Zunge raushängen lässt oder so, wie so ein sabbernder Hund.
Da wird die aber stehen, glaube ich, bei dem Lappen. Ja. Er sagt auch noch so, ja. So, ja, so ein bisschen lässig ist immer gut. Jetzt zwar nicht hier beim Rennen fahren, aber für andere Sachen. Ja, lecken wie Lassie, ne? Ja, ja. Albert Einstein hat auch die Zunge raushängen, weißt du Bescheid? Alf hat auch nur seine Katzen gefressen. Ja, und Marty McFly ist auch zurück in die Zukunft gereist, ja. Insider, Leute. So bist nicht du, wenn du keine Freunde hast. Jo. Wir haben nur davor was vergessen. Da hatten wir noch das gute Bier. Da gab es noch Tatra. Ja, der gute Tatra. Und jetzt kriegt man es nirgends mehr, weil die scheiß Lieferanten da nicht irgendwie entweder nicht wollen oder es nicht geschissen kriegen. Und ich habe es keinen Bock im Internet zu bestellen, aber ich glaube, wäre mal wieder geil. Da kannst du warten, bis wir in Köln sind. Ja, wenn es das da gibt. Ja, das ist wieder eine andere Sache, aber da ist der Getränkemarkt viel ausreichender, denke ich. Boah. Mal. Boah. Da hast du gerade eine super Idee gehabt. Ich weiß schon, wen ich beauftrage, zu gucken, ob es das bei denen gibt. Oder wir können am Dienstag ja selber gucken. Yeah. Also an dem Dienstag. Ne, ich frag da vorher mal. Weil ich hatte schon von jemand anders auch schon die Frage gestellt gekriegt, was ist Tatra? Und die würden das gerne auch mal trinken und das muss man jetzt erstmal gucken, wo man das dann wieder herkriegt. Wer es kennt, polnisches Superbier. 6,0%. Oh ja, und man schmeckt es nicht, nur man merkt es hinterher. Wir haben das uns mal mittags in der Mittagshitze, 12 Uhr mittags, richtig reingeklöppelt, so ein paar Flaschen. Ja, nach der halben Kiste sind wir ganz schön fertig gewesen, ne? Sollte man nicht tun, wir haben es getan. Naja, Jugendsünde. Man konnte fliegen. Oh ja. Und der Virus hatte noch sein Fahrrad dabei. Ratet mal, was auf dem Rückweg passiert ist. Ich sag nur, Endresultat, Krankenhaus, gebrochener Arm. Ja, Metallbrücke und Fahrrad. Das und Speed. Und nein, nicht Speed wie der Film, 60 Sekunden. ne, Quatsch, 60 Sekunden war das andere. Hier, Speed, ihr wisst, was ich meine. Oh, hier diese scheiß 95 Grad, 96 Grad Kurve, die hasse ich wie die Pest. Da. Gut, dass die Strecke so breit ist. Also, die fahren hier keine Chance, Alter. Ha. Die sind echt super hier. Okay. Nicht gut. Ah! Jetzt wollte ich eigentlich um die Kurve und dann. Kiesbett, ich coming! Oh, okay. Ja, bei diesen Kurven hier muss man echt aufpassen. Hier in Österreich rutscht man schnell weg, ne? Rutscht. Ja, ja, ich musste mich gerade konzentrieren, weil Kurve. Sonst wäre ich meinem Teamkollegen in die Karre gerasselt. Ach, Daniel, zu früh gebremst. Egal. Weiß gar nicht, wer den ersten Platz belegt hat von der Zeit. Vettel sehe ich. Ich sehe nur einen Vettel und dann war's das. Ich bin Erster von der Zeit her. No. Warum frage ich eigentlich noch so blöd? Ja gut, bei dem Auto, was ich fahre, ist das gar nicht so selbstverständlich, du. Ah, diese Kurve hier. Oh ja, die ist heftig. Da rutsche ich meistens immer ein bisschen. Die finde ich echt kriminell, die Kurve. Die Strecke ist zwar so gesehen ziemlich einfach, aber diese ein, zwei Kurven, die sind echt. Ich krieg mehr rote Zeit, als sie überhaupt grün krieg, ey. Nehmen wir. Boxenstopp.
Ja gut, ein, zwei Fehler wieder gemacht, deswegen nicht ganz optimal, aber ist ja auch nur Training. Oh, der Virus hängt jemanden am Arsch. Und da hat er an sich geholt. Oh, der Eriksen. Kurz vorm Start noch. Oh, schon Alter. Wieder rote Zeit, Alter. Ich gebe schon Vollgas hier, ne? Ja gut, durch Überholen, ne? Du hast Überholen kostet immer Zeit. Das ist normal. Um gute Zeiten zu fahren, brauchst du eine freie Strecke, sonst wird das nichts. Ich muss echt sagen, Leute, wenn ich jetzt mit meinen Einstellungen nicht getrickst hätte und ein bisschen wenig Benzin mitgenommen hätte, dann würde ich nicht vorne wegfahren, weil ich muss die Power irgendwie ein bisschen ausgleichen, die mir fehlt. Deswegen habe ich wenig Benzin dabei und Einstellung anders. Oh, wir dürfen mit 80 rein. Ups, ich war viel zu langsam. Oh, jetzt hat er wieder einen Trottel vor sich. Ah, Bottas, dieses dumme Schwein, ey. Gerade eine gute Zeit kaputt gemacht, ey. Schade. Aber immer noch Zeit. Na. Oh, 11 von 20 Autos auf der Strecke. Ja, jetzt wird's langsam voll. Oh, du willst mich doch verarschen, ey. Ich hasse diese Scheißstrecke, Mann. Ich hab genauso gefahren wie der Scheiß Bottas, ey. Trotzdem kommen 360 Grad Drift in Frage. Also, what zum Fuck you, es sakake a-o. Zu früh Gas gegeben, wahrscheinlich. Boxenstopp. Mir reicht's. Oder Platz, da gebe ich mir jetzt noch hin. Ja, reicht doch. War jetzt, ich wollte jetzt. Ja, ist ja nur Training, Alter. Jojo, deswegen. Ja, frag mich mal, warum ich hier gerade so einen auf Brechstange mache. Qualifying regnet, es wird interessant. Nein! Doch. Na guck, dritter. Oh, was machst du denn da? Ja, ich wollte die Boxen, aber er zeigt mir ja nicht diese scheiß Linie an, dass ich da jetzt rein musste, deswegen. Achso, hast du vorher nicht Boxenstopp angesagt? Hab ich wohl. Er hat gesagt, verstanden. Aber er hört ja auch nicht zu, die Drecksau. Virus mit Problem, immer gut. Nee. Ich fahr jetzt aber nicht nochmal raus. Nee, ist auch ziemlich voll, lohnt sich nicht. Wir gucken mal eben auf der Zeit. Boah, das ist die dumme Drecksau, ey. Nur der Vettel hat bis jetzt nicht geschlagen. Gut, aber Hamilton und so, die Hemmelwurst würden bestimmt dann noch im weiteren Dings. Aber Vettel auf 2, wow. Ja, mein Teamkollege nur auf 11 im Moment, super. Ich laufe hier gleich ein, solange brauchen die, bis die hier fertig sind, bis du im Menü was machen kannst, ey. Was ist schlimm. Echt schlimm. Oh, Peres. Ach, Peres ist noch gar nicht gefahren, alles klar. Na, der Peres hat er erst noch nicht, ne. So, sollen wir rüber auf die, aufs Qualifying springen, sollen wir? Ja, können wir machen. Also, mein Lieben, ich würde sagen, bis zum Qualifying, haust rein. Tschö. Ciao mit V.